Wohin? Rosa kletterte schon ein Weilchen im Leopardenfell herum und zählte die Flecken im Fell. Rigo, die sehen zum Teil aus wie Blumen. Stimmt das? Hast du 652 Tupfen? Rigo wusste es nicht. Die Tupfen waren einfach da. Rosa zählte gerne. Sie schaute durch den Zaun. Heute haben schon 23 Menschen etwas in den Mülleimer geworfen. Was tut man mit den Dingen, die sie wegwerfen? Rigo hatte darüber noch nie nachgedacht. Rosa überlegte weiter. Rigo, wenn ich eine Idee habe und die Idee ist unbrauchbar, wohin damit? Gibt es einen Mülleimer für unbrauchbare Ideen? Rigo wusste es nicht und schlug vor, vielleicht fliegen die dann mit dem Wind davon. Rigo, wenn ich dir ein Haar auszupfe, ouch, und ich das Haar in den Wind werfe, wohin fliegt es dann? Zu den unbrauchbaren Ideen? Rigo wollte etwas von haarsträubenden Ideen sagen, aber Rosa redete schon weiter. Und wenn ich dir dann noch ein Haar auszupfe, ouch, und ich es wieder in den Wind werfe, fliegt es dann genau an den gleichen Ort wie das erste? Rigo wusste nicht, aber er war besorgt, Rosa könnte das Experiment so lange fortführen, bis er eine Glatze hätte. Er sagte, und wenn man sich Sorgen macht und dann wird klar, dass man sich umsonst Sorgen gemacht hat, wohin bringt man dann die überflüssigen Sorgen? Rosa kicherte. Zu jemandem, der allzu sorglos ist? Dann rief sie, Gedanken, wohin gehen Gedanken, die man nicht fertig denkt? Rigo überlegte. Vielleicht warten die Gedanken dann irgendwo im Versteck darauf, dass jemand vorbeikommt und sie weiterdenkt. Rigo, Geschichten werden erzählt und weitererzählt und weitererzählt und weiter weitererzählt. Was wäre, wenn sie nicht mehr weiter weitererzählt würden? Was würde dann mit ihnen passieren? Rigo seufzte. Ich glaube, das wäre der Tod einer Geschichte. Die Geschichte braucht das Erzählen, damit sie lebt. Aber es gibt Bücher, gab Rosa zu bedenken. Rigo nickte. Du hast recht. Bücher. Sie sind der Zoo der Geschichten. Dort kann man ihnen wieder begegnen, wenn sie sonst nicht bei uns sind.